Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute machen wir wieder so eine kleine Strategierunde. Nämlich heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Backspreads. Was ist überhaupt ein Backspread und für was kann man ihn nutzen und worauf muss man achten? Zuletzt kam also immer mal wieder die Frage, was ist denn ein Backspread? Kannst du das mal erklären? Für was nutzt man das? Worauf muss man achten? Und ein Backspread ist ganz einfach gesagt, dass man eine Option kauft und dass man dann eine größere Anzahl Optionen verkauft an einem weiter entfernteren Strike. Tja, das hört sich jetzt erstmal sehr theoretisch an, deswegen, damit wir das ein bisschen in Zahlen rein oder damit wir das in Beispiele bringen, schauen wir uns auch mal dazu was an. Und zwar, wir machen das natürlich einfach mal am S&P 500 und zwar am Beispiel eines sogenannten Call Backspreads, also an einem Spread, der mit Call-Optionen aufgesetzt wird. Ihr seht mal hier den Chart des S&P 500, brauchen wir nicht drüber reden, ne? Der ist momentan wunderbar im Aufwärtstrend, alles geht nach oben, alles ist okay. Und die Idee für einen Backspread wäre jetzt beispielsweise, wir kaufen einen At-the-Money-Call und wir verkaufen zwei Out-of-the-Money-Call-Optionen. Und die Idee dabei ist, weil ja der At-the-Money-Call teurer ist als die Out-of-the-Money-Calls, dass also der verkaufte, am Geld verkaufte Call die beiden weit aus dem Geld liegenden Calls finanziert, sodass man das entweder mit einem kleinen Credit, also dass man sogar Geld bekommt, oder mit einem kleinen Debit macht. Man kann es sogar so hinbekommen, je nachdem, wie man die Strikes wählt, dass man das Ganze plus minus null aufsetzt und dass man also quasi am Anfang überhaupt keine Ausgabe hat. So, können wir sagen, Mensch, super, keine Ausgabe, am Ende kann ich gewinnen. Naja, ganz so einfach ist das nicht. Und zwar, lasst uns mal hier in Option View reinschauen. Ihr wisst, wir nutzen diese Software, um Optionen oder Optionsstrategien zu simulieren und Backtests zu machen. Ne? Und ihr seht also hier mal ein ganz simples Beispiel. Ich habe jetzt einfach hier im S&P 500 in den SPX-Optionen, also in den Index-Optionen, einfach eine At-the-Money-Call-Option verkauft und zwei weiter aus dem Geld liegende Call-Optionen gekauft. Jetzt zeige ich euch mal hier im nächsten Bild das sogenannte P&L-Diagramm, also das Profit-Loss-Diagramm. Und so wie ich jetzt hier diesen Trade jetzt hier aufgesetzt habe, ist es so, dass also dieser Trade, dieses Beispiel mit einem Credit starten würde. Das heißt, du bekommst Geld, ne? Ihr wisst, Credit Spreads, ich bekomme Geld, Debit Spreads, ich bezahle Geld. So, das heißt, hier würdest du mit einem kleinen Credit starten. Dann kommt allerdings eine Verlustzone, und zwar wenn der Preis steigt. Und dann gibt es der Punkt, von dem aus der theoretisch unbegrenzte Gewinn losgeht. So, das hört sich natürlich erstmal gut an. Wir müssen aber natürlich ein bisschen in die Details schauen. Damit man sich das Ganze noch mal ein bisschen besser vorstellen kann, ne, diese P&L-Diagramme sehen ja immer ein bisschen kompliziert aus, gehen wir mal zurück in einen normalen Chart. Und ich habe euch jetzt hier noch mal in den Chart des S&P die verschiedenen Zonen eingezeichnet. Also, das heißt, ihr seht, wenn der Preis nach unten fallen würde, dadurch, dass wir einen Credit bekommen haben, würden wir Geld verdienen. Ne? Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber wir würden Geld verdienen. Dann gibt es eine Verlustzone, wo also der Preis erstmal durchgehen muss, weil ganz klar, der verkaufte Call läuft ja dann ins Geld, ne? Und es ist nie gut, wenn eine Option ins Geld läuft, deswegen verlieren wir mit der. Wenn dann aber die beiden gekauften Optionen zum Tragen kommen, dann geht im Grunde genommen die Zone des theoretisch unbegrenzten Gewinn los. Das heißt also, wenn der jetzt 20% ansteigt, ne, dann machst du das auch sehr, sehr ordentlich mit. So, das heißt, das ist ein Backspread mit Call-Optionen und diese Zonen kannst du sehr, sehr stark variieren, je nachdem, wo du das Ganze aufsetzt. Also du kannst das weiter aus dem Geld aufsetzen, du kannst alle beide im Geld aufsetzen. Da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Möglichkeiten. Wenn du selber so eine Software hast, kannst du das ja mal testen, kannst du dir das mal anschauen. Wir müssen uns ein paar Sachen allerdings bei einem Backspread natürlich überlegen und zwar, was ist erstmal, was muss passieren? Ihr seht schon hier in diesem kleinen Beispiel, was wir hier aufgezeichnet haben, nämlich, dass der
Chart oder der Preis, besser gesagt, der muss sich bewegen. Also das ist keine Strategie wie jetzt ein Iron Condor, wo er an der Stelle stehen bleiben darf, sondern er sollte sich schon bewegen. Ne? Da muss schon ein bisschen was gehen, und gerade wenn ihr in den großen Gewinn kommen wollt, dann muss er natürlich diese Verlustzone überwinden. Das heißt, er muss schon ordentlich Gas geben. Das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Ich zeige euch auch nochmal einen Ausschnitt aus Option View. Und zwar seht ihr hier, wie der Zeitwert ist. Und zwar, egal ob ihr das jetzt als Debit oder als Credit aufsetzt, der Zeitwert arbeitet gegen euch. Ne? Also in einem Backspread arbeitet der Zeitwert immer gegen mich. Und das liegt ganz einfach daran, ich habe ja mehr Optionen gekauft als verkauft. Bei einer verkauften Option arbeitet der Zeitwert immer für mich. Bei einer gekauften Option arbeitet er immer gegen mich. Jetzt könnte der eine oder andere sagen, ja, man kann es ja auch so konstruieren, dass die Theta sich genau ausgleichen. Das stimmt. Dann sind die aber sehr, sehr weit auseinander. Dann bringt es in der Regel nichts mehr. Ne? Also das heißt, das ist hier, der Zeitwert arbeitet gegen dich. Wie schaut es aus mit der Volatilität? Naja, jetzt wird es hier spannend, denn je nachdem, wie ich das Ganze aufsetze, ist es so, dass die Volatilität durchaus für mich arbeiten kann. Ne? Warum? Wenn die beiden gekauften Optionen, auch hier nochmal ein kurzes Bild für euch, ich habe euch jetzt mal hier in Option View das Vega einfach reingemacht. Ihr wisst, Vega, das steht ja für die Veränderung der Volatilität, und da seht ihr hier die einzelnen Vegas pro Strike. Und wenn also das Vega der gekauften Optionen zusammengenommen größer ist als das Vega der verkauften Option, dann würde ein Anstieg der Volatilität sogar helfen in diesem Spread. Das heißt, man käme schneller ins Geld rein, man würde schneller Geld verdienen. Backspreads können sehr, sehr interessant sein, sowohl auf der Seite, wie ich es jetzt euch hier gezeigt habe, wenn es also nach oben geht. Es kann aber auch noch interessanter sein, gerade das, was wir eben besprochen haben, wenn es nach unten geht. Denn wir haben beim Backspread eben eins, wir haben ein begrenztes Risiko, was schon mal sehr gut ist. Ne? Also gerade für diejenigen, die sich nicht so trauen und sagen, hey, ich will ein Hedge machen oder irgendwas. Ich möchte aber nicht unbegrenztes Risiko eingehen. Die können mit einem Backspread oftmals besser fahren als mit einem normalen, ich kaufe jetzt mal eine Option. Ne? Das kann man deutlich besser machen. Und man hat eben theoretisch unbegrenzten Gewinn. Wir wissen immer, was das heißt, theoretisch unbegrenzter Gewinn. Das gibt es in der Regel nicht. Der ist immer begrenzt, schon alleine durch die Zeit, die halt mal irgendwann abläuft. Wenn euch das aber jetzt interessiert, wenn ihr sagt, ah, das ist uns jetzt nicht zu exotisch, ne? Sondern wie könnte man das denn zum Beispiel auf der Unterseite anwenden, wenn die Preise mal runtergehen, dann schreibt mir das mal in die Kommentare, und dann machen wir beim nächsten Mal einfach noch ein Video, wie das Ganze eben funktioniert mit fallenden Kursen, beziehungsweise was man machen muss, wenn man einen Put-Back-Spread aufsetzt. Schwieriges Wort, Put-Back-Spread. Ne? Wenn man das aufsetzt und wie es da ausschaut, kriegt man das auch als Credit hin? Ist das immer ein Debit? Was muss man da beachten? Wie hilft die Vola? Das können wir dann, wenn es euch interessiert, in einem weiteren Video machen. Ansonsten, wenn ihr weitere Fragen habt, wenn ihr sagt, erklär mal die Strategie oder die oder die oder die, schreibt mir das in die Kommentare, abonniert diesen Kanal. Ja, und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video, und bis dahin wünsche ich euch viel, viel Erfolg an der Börse beim Kauf, Verkauf von Optionen, und also bis zum nächsten Mal. Servus, macht's gut. Bye, bye.